Ja, herzlich willkommen, Frank Elbe. Sie haben sich mal als Produkt des Kalten Krieges bezeichnet. Sie sind 1941 in Iserlohn geboren. Und ich würde gerne von Ihnen wissen, haben Sie noch aktive Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg? Ja, Iserlohn war damals die letzte Stadt des Ruhrkessels. Und von allen Seiten kamen deutsche Soldaten. Und die Amerikaner bildeten plötzlich einen Ring um die Stadt. Und es gab eine große Aufregung, die Stadt kapitulieren würden. Das sind so meine ersten Kindheitserlebnisse gewesen. Es ist nun so, dass wir heute ein Interview über Ihr Leben führen wollen. Wir möchten über Ihren Werdegang als Botschafter was erfahren. Wir möchten auch darüber sprechen, welche Erfahrungen Sie gemacht haben während dieser langen Zeit im Dienst der Diplomatie der Bundesrepublik. Und allein in diesem Kontext ist es, glaube ich, kein Zufall, dass wir heute in Bonn sitzen, in Ihrer Wohnung. War es also eine bewusste Entscheidung, da Sie so lange im Dienst der Bundesrepublik gearbeitet haben, dass Sie jetzt auch in Bonn wohnen? Nein, das hing einfach damit zusammen, dass meine Frau und ich, nachdem ich aus dem Dienst ausgeschieden bin, überlegt haben, wo man am besten etwas mit einem alten Sack anfangen kann, wie ich es dann war. Und wo liegt eigentlich das Zentrum, in dem ich die meisten menschlichen Kontakte habe, wo ich alte Nachbarn habe, wo ich Verwandte habe? Und das war dann doch eher Bonn als Berlin. Hinzu kommt, dass ich dann ja als Anwalt tätig geworden bin und sehr viele internationale Mandate hatte. Und die Welt ist damals von Bonn leichter zu erreichen gewesen als von Berlin. Ja. Es gab Anfang der 90er die große Debatte, ob die Bundeshauptstadt tatsächlich Bonn bleiben sollte, beziehungsweise ob das Parlament umziehen sollte. Darf ich Sie fragen, welche Meinung hatten Sie damals dazu? Also ich war Bekenner für den Umzug nach Berlin. Warum? Weil ich das als einen Ausdruck der historischen Normalität verstanden habe. Es war übrigens ganz interessant, wir haben 1990 die erste Außenministerkonferenz der OSZE in Berlin gehabt. Und Genscher empfing die Gäste auf der halben Höhe der Treppe, die zum Reichstag raufführte. Und die fuhren vor und strahlten alle. Und ich stand so ein paar Schritte hinter ihm und wir warteten dann, bis der nächste kam. Und ich sagte dann zu Genscher, die freuen sich offensichtlich, dass sie hier sind. Ja, sagte Genscher ganz spitzbübisch, die haben uns die kleine Rolle ohnehin nie abgenommen. Ich darf Sie fragen, da Sie jetzt jahrzehntelang im Dienst der Diplomatie standen, wurde Ihnen das quasi von Hause aus in die Wiege gelegt? Sind Sie da familiär vorbelastet? Nein, in keiner Weise. Lediglich meine Mutter bildete für die damaligen Verhältnisse einen Ausnahmetatbestand, weil sie als junges 18-jähriges Mädchen kurz nach dem Ersten Weltkrieg eine Zeit lang als Au-pair-Girl in London gearbeitet hatte. Und das war für die damaligen Verhältnisse eine eher ungewöhnliche Entwicklung. Und da gab es dann auch eine internationale Ausrichtung. Meine Mutter hat sehr darauf geachtet, dass ich Englisch und Französisch lerne. Aber ich habe in meiner Familie keinen Berufsdiplomaten als Ahnen. Darf ich Sie fragen, was Ihr Vater zum Beispiel beruflich gemacht hat? Mein Vater war Soldat. Ja, war er Berufssoldat? Okay, ja. Sie selber haben dann sich dazu durchgerungen, nach dem Abitur Jura zu studieren und Politikwissenschaft zu studieren. War das schon mit dem Wunsch verbunden, später diplomatisch tätig zu sein? Eigentlich eher nicht. Sie wollten Jurist werden? Nein, ich, wissen Sie, da lief damals ein wunderbarer Schwarz-Weiß-Film, Cicero. Das war die Geschichte eines Butlers, der im Dienst des englischen Botschafters in der Türkei war. Und da erlebte man so die ganze Größe, die ganze Vornehmheit des diplomatischen Lebens. Und da habe ich mir das so angeguckt und gedacht, ist eigentlich gar nicht so schlecht. Aber dann kam ich nach Bonn und fand relativ schnell eine Anstellung bei Internationis. Das war eine Einrichtung des Bundespresseamtes und die suchten junge Leute, die gut Englisch sprachen, um Besucher der Bundesregierung
in Deutschland herumzuführen. Das war eine wunderbare Geschichte. Und ich habe auf diese Art und Weise sehr viel gelernt, wie Deutschland aufgebaut ist, das Parteiensystem, das Gewerkschaftswesen und so weiter. Und ich fand bei den Besuchen im Auswärtigen Amt einen Typus vor, der mir nicht gefiel, der für einen 21-, 22-jährigen Menschen nicht unbedingt ansprechend war. Das war eine ganz alte Welt. Das änderte sich dann so nach 10 Jahren doch sehr deutlich, als solche Persönlichkeiten im Auswärtigen Dienst das Sagen bekamen, wie Meyer-Landrut, wie Blech und wie von Staden. Das waren dann andere Persönlichkeiten, die auch attraktiv waren für einen jungen Menschen. Aber ich habe konsequent mein zweites Staatsexamen als Jurist gemacht und bin erst dann in den Auswärtigen Dienst gegangen. Das heißt aber zunächst bei diesem ersten Besuch, den Sie gerade erwähnt haben, missfiel Ihnen dieser Menschenschlag, der im diplomatischen Dienst tätig war? Also es wäre mir wahrscheinlich im Innenministerium genauso gegangen. Ja. Also da saßen sehr viele Leute mit einem Schmiss in der Backe und ich fand das Gehabe eigentlich nicht als etwas, was mich angesprochen hat. Ein Thema, was natürlich für Ihr Leben und letztlich auch für den Beginn der 2000er Jahre für Ihr persönliches, berufliches Dasein sehr, sehr relevant gewesen sein muss, war die Frage der Kontinuität im Auswärtigen Amt von der Zeit des Nationalsozialismus bis in die Bundesrepublik hinein. Würden Sie sagen, dass Ihnen das damals präsent gewesen ist? Also ich glaube, dass das Thema Kontinuität in der Folgezeit auch maßlos übertrieben worden ist. Yes. Vor allen Dingen, was den politischen Aspekt anging. Lassen Sie mich einhaken, immer schon oder erst ab einem bestimmten Zeitpunkt? Vorher kann ich es nicht beurteilen. Aber es ist ganz sicherlich nicht so gewesen, dass das Auswärtige Amt seit dem Beginn seines Bestehens ein Hort des braunen Unwesens war. Ganz im Gegenteil. Insofern würde ich sagen, darf man die Kontinuitätsfrage nicht überbewerten. Interessanter war, als ich eintrat in das Auswärtige Amt, da kam ich in den Wechsel von der alten Politik Adenauers in die neue Politik unter Brandt und Scheel. Da gab es einen gewissen Riss unter den Beamten des Auswärtigen Amtes, der auch noch lange gewährt hat, weil viele Schwierigkeiten hatten, sich daran zu gewöhnen, in eine Phase der Normalisierung einzutreten, mit Russland. Ja. Glauben Sie, dass eine gewisse Art von personeller Kontinuität außerhalb des Auswärtigen Amtes stärker vertreten war? Oder wurde dieses Thema grundsätzlich aufgebauscht im Nachhinein? Also, was das Auswärtige Amt anging, ist es unter Fischer im Nachhinein aufgebaut worden. Es gibt Bereiche der Innenverwaltung, die vielleicht stärker mit Beamten besetzt worden waren, die auch schon im öffentlichen Dienst des Dritten Reiches standen. Der Adenauer hat mal gesagt, das sind Leute, die wir brauchen. Ja. Und wenn man die Chaos-Situation 1949 gesehen hat, dann war das wahrscheinlich auch die richtige Entscheidung, wenn man da entsprechend auswählte. Und ich glaube, es gibt keinen einzigen Fall im Auswärtigen Amt, wo man jemanden genommen hat, der im Grunde genommen ein wirklich nach außen erkennbarer, strammer Nazi gewesen ist. Ja. Sie haben vorhin gesagt, dass Sie dann irgendwann Ihre Meinung bezüglich des Auswärtigen Amtes und einer möglichen diplomatischen Verwendung geändert haben. Wann kam in Ihnen der Wunsch, auf Diplomat zu werden? Also, das ist relativ einfach zu beantworten. Ich war immer, und das liegt nun auch in der Familie begründet, weil mein Vater aus dem Baltikum kommt. Die Familie meines Vaters kommt aus Litauen. Und ich habe diese Spaltung Europas immer unter dem Gesichtspunkt einer abstrusen Verrücktheit gesehen. Im Grunde genommen war ja Europa kosmopolitischer vor dem Ersten Weltkrieg, als es nach dem Zweiten Weltkrieg war, wo der eiserne Vorhang gekommen war. Und ich war von daher auch von der Verwandtschaft schon etwas bestimmt, weil wir
im Hause meines Großvaters mütterlicherseits in Iserlohn lebten und insgesamt 29 Familienmitglieder aus der baltischen Seite durch dieses Haus gelaufen sind. Einige sind länger geblieben, einige nur ganz kurz. Und ich merkte schon, dass wir etwas anders waren als unsere westfälischen Freunde. Wir hatten andere Essgewohnheiten, wir feierten unsere Feste anders. Die Männer spielten sonntags an verschiedenen Brettern Schach und es gab einen anderen familiären Zusammenhalt. Und dann kam Adenauer auf den Plan mit einem schrecklichen Spruch, der sagte, jenseits der Demarkationslinie zur DDR beginnt Sibirien. Ja. Was im Grunde genommen eine verächtlich machende Bemerkung war, die man ihm nachsehen kann, weil er Rheinländer war und sich ohnehin nicht vorstellen konnte, was einigermaßen vernünftig war jenseits des Rheins. Aber es hat mich so irgendwie irritiert und auch etwas renitent gemacht. Und ich habe mich dann sehr, sehr schnell in den letzten Jahren des Gymnasiums und dann in den ersten Jahren des Studiums interessiert für eine neue Ostpolitik, besonders im Verhältnis zu Polen, weil ich glaubte, wir werden in Europa keinen Frieden bekommen, ohne eine endgültige friedliche Grenzregelung zu erreichen. Das war für mich etwas, was schon in mir steckte, bevor ich in das Auswärtige Amt ging. Und dann war ich im Auswärtigen Amt und plötzlich wurde ein ganz neues Kapitel aufgeschlagen. Wir nahmen diplomatische Beziehungen zu Polen aus und ich habe mir gewünscht, als Erster mit dabei zu sein und ich war auch unter den ersten Diplomaten, die die Botschaft Warschau aufgebaut haben. Ja, Sie waren 72 bis 76 als Konsul in Polen. Ja, wobei das eine etwas ungewöhnliche Tätigkeit war. Normalerweise sind die Leiter konsularischer Abteilungen zuständig für Sichtvermerke und all das, was so an bürokratischen Beziehungen zwischen zwei Ländern steht. Bei uns war das blank. Ich kam in ein Büro hinein, in dem neue Möbel standen, aber keine Akten vorhanden waren. Und die Realität war dann etwas anders als an anderen Staaten, an denen wir Vertretungen hatten. Da war einmal das Problem der Familienzusammenführung. Da standen manchmal Hunderte von Menschen vor der Botschaft, die die Hilfe der Botschaft erwarten bei der Ausreise in die Bundesrepublik Deutschland. Das war ein ganz großes, sehr, sehr schwieriges Problem. Ein zweites schwieriges Problem waren die Entschädigungsfragen. Die Entschädigungen für Leiden, die man während des Zweiten Weltkrieges erlitten hatte. Zwangsarbeiter zum Beispiel? Oder? Die Zwangsarbeiterentschädigung ist damals, dachten wir, endgültig geregelt worden, pauschalweise, durch einen Anhang zum Sozialversicherungsvertrag, der geschlossen worden ist mit Polen, wo wir eine sehr hohe Summe vorgesehen hatte zur pauschalen Bereinigung dieses Problems. Aber es gab auch eben sehr schmerzhafte Sachen. Ich habe noch miterlebt die Anwendung des Abkommens über die Entschädigung der Opfer pseudomedizinischer Versuche, was natürlich ein besonders hässliches Kapitel des deutschen Nationalsozialismus war. Ich habe lange Zeit sehr, sehr intensiv mitgearbeitet an der Zusammenarbeit zur Aufarbeitung von Akten in Verfahren gegen NS-Verbrecher. War das eine deutsch-polnische Kooperation damals? Diese wir stellten natürlich Rechtshilfeersuchen an die polnische Regierung und in meine Phase fielen die Vorbereitungen für den Majdanek-Prozess. Majdanek war ein Vernichtungslager in Polen. Es war der zweite große KZ-Prozess und es war auch ein spektakulärer Prozess. Nicht ganz so spektakulär wie Auschwitz zuvor, aber es war ein ganz wichtiger Prozess. Und das war mit einer der, wenn Sie so wollen, der spannendsten Aufgaben, das Material mit zusammenzustellen, mit den polnischen Behörden zu kooperieren, mit dem Untersuchungsrichter in Düsseldorf. Und dann hatten wir ein Schwurgerichtsverfahren in Warschau, das sich richtete gegen den ehemaligen Gestapo-Kommandeur von Warschau,
der angeklagt war, vor dem Schwurgericht in Hamburg auch verurteilt worden ist. Aber es war das erste Verfahren, wo wir eine Zeugenvernehmung hatten in Polen. Die erfolgte vor einem polnischen Gericht mit Befragungen durch die polnischen Richter. Das war das waren so die ersten Momente, die ich miterlebt habe, sehr bewusst miterlebt habe in Polen. Und irgendwo bin ich dann immer wieder am Polen hängen geblieben. Ich war ja später auch Botschafter. Ja, kann man sagen, Sie haben da Pionierarbeit geleistet? Also ich war ein unbedeutendes Licht. Ich war unter den Beamten des höheren Dienstes der Jüngste. Vielleicht haben mir meine breiten Schultern manchmal geholfen. Aber ich habe in meinem Bereich schon mit den Kollegen der Konsularabteilung eine wirkliche Pionierarbeit geleistet in einem Bereich, der wirklich in den Beziehungen zu Polen sehr kompliziert war. Jetzt spielt das keine Rolle mehr. Das Thema ist durch, nicht? Es leben ja auch kaum noch von den Tätern welche. Aber ich habe das hautnah mitbekommen und wissen Sie, das prägt auch schon etwas.